In dieser Ampulle befindet sich ein beängstigender Stoff, der einer bestimmten chemischen Waffe ihren Namen verleiht. Weißer Phosphor. Erstmal muss die Verpackung ab. Der Phosphor wird unter Wasser gelagert, um Reaktionen mit der Luft zu vermeiden. Sobald ich den Phosphor aus dem Wasser raushole, fängt er direkt an, weiß zu dampfen. Das liegt daran, dass er mit Luftsauerstoff zu Phosphoroxiden reagiert. Mit so einem großen Stück zu hantieren, ist viel zu gefährlich. Daher schneide ich ein kleineres Stück ab. Und jetzt werde ich euch zeigen, weshalb weißer Phosphor unglaublich grausam ist. Dazu muss ich ihn erstmal anzünden. Sobald ich ihn mit einem Streichholz berühre, fängt er an zu knistern und zu brennen. Löschen kann ich das Ganze, indem ich es ersticke. Bei einem normalen Feuer wäre das Thema nun erledigt. Wenn ich hier allerdings das Glas wieder von Phosphor runternehme, fängt dieser sofort wieder Feuer. Und das macht weißen Phosphor so gefährlich. Bei Temperaturen von über 34 Grad Celsius entzündet er sich von selbst. Löschen ist kaum möglich, denn sobald Phosphor wieder trocken liegt oder an Sauerstoff kommt, fängt er wieder Feuer. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, ist weißer Phosphor auch noch sehr giftig. Beim Verbrennen entsteht gasförmiger weißer Phosphor. Den kann man leicht einatmen. Die tödliche Dosis für einen Menschen liegt bei ca. 0,1 Gramm. Zum Schluss probiere ich tatsächlich, den brennenden Phosphor mit Wasser zu löschen. Allerdings endete dieser Versuch in einem Desaster. Denn jetzt sind ganz viele kleine, kaum löschbare Phosphorspritzer überall verteilt.